comes and goes. Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Auktionshaus, Meisterschaft, wie auch immer. Heute zusammen mit Jan, mit Fabi, mit Leon und mit Weise. Moin. Täusch. Hallo. Und ja, heute haben wir als Budget 80.000 für die Klasse Modern Rally. Wir dürfen maximal auf S1-900 bauen und wie immer halt Serie und Tuner bei den Autos, die man kauft. Habe ich ja letztes Mal ein bisschen gefailt. Und wir machen 3 Dörter dann halt insgesamt. Ja, maximal 80.000. Und ich würde sagen, wir können, oder? Okay, passt. Okay, 15 Minuten ab jetzt. Okay. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken, was es überhaupt gibt. Hier moderne Rally Autos, was können die überhaupt? Ich finde das irgendwie ein bisschen eintönig, wenn ich mir das gerade so ansehe. Also wenn man die einzigartigen Autos weglässt, haben wir einen Ford, 3 Mitsubishis und 4 Subarus. Also ich habe meinen Wagen schon gefunden, es ist ein schöner Subaru. Ja, Sam. Ich überlege gerade mal. So, da bist du. Ich glaube, ich habe meinen auch schon gefunden. Fuck. Ja, genau. Ja. Ist klar. Nee, ja. Ich muss nach dem anderen gucken. Ich glaube, ich nehme den hier. Leon ist irgendwie das Internet dead anscheinend. Yep. Ja, schade. Jetzt ist er mal nicht eingeschlafen, jetzt ist er. Ey, ohne Scheiß, die letzten Aufnahmen hat er bis auf eine gefühlt immer verschlafen. So, er sagt so, ja, bin dabei, hab voll Lust drauf und dann verschläft er. Ah, komm, nehme ich das. So, seid ihr schon alle fertig, oder? Ja. Ja. Im Grunde teste ich jetzt nur noch. Aber ich wäre fertig. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim ersten Rennen wieder, ne? Ja. Willkommen zurück zur nächsten Runde. Nein, auch nicht. Das ist ja das erste Rennen. So, willkommen zum ersten Rennen mit unseren getunten Autos. Ja, mal gucken. Ja, das ist jetzt meine Strecke, die habe ich erstellt. Wir nehmen ja, das ist von meistens so. Mir eine, von Weiser eine, von Fabi eine, deswegen. Genau, und wir fangen einfach mit dem Besten an und ja. 898. Alter, Fabi, nicht jetzt schon dein Auto sehe, ne? Was? Alter! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nur Subaru WRX, wen wundert das bei den Preisen? Oh shit, also jetzt steige ich aus. Wie viele Runden hast du eingestellt? Eine. Okay. Eine zum Glück. Ja klar, das Ding geht ja lang genug. Ja, dann gucken wir mal. Also. Ich habe die Lackierung bisher noch nicht gesehen, ey. Ja, ist gut so. Schalten ist ein bisschen lang auch. Erst Kollision aus? Nee.
Oh lol, sorry. What? Ah ja. Und gekonnt wieder Erster. Das Ding ist, Jan ist gerade ausgefahren, weil er hat kurz nach rechts gelenkt. Ich dachte, er fährt auch geradeaus. Wohin? Folge dem Navigationssystem. Ja, das ist verwirrend, wenn ganz links, rechts, links, rechts. Fahr einfach dem Weg hinterher auf dem Boden. Ey, aber es, man muss sagen, es ist verdammt close. Sagte und alle verkacken den Checkpoint. Ja, aber an sich trotzdem noch. Ja, ich meine, du hast halt den höchsten Leistungsindex von uns allen, ne, deswegen. Kein Grip. Ich würde sagen, Weiser hat gerade einen Strike erzielt. Ja. Oh lol. Upsi. Keinen Dank dafür. Ja, da habe ich dich wohl ein bisschen zu weit geschubst. Ja, alles gut. Wie bist du da durchgekommen, Alter? Tja, ich bin halt schmal. Das, was du im Real Life bist, bin ich hier in-game. Willst du damit sagen, dass du in Real Life fett bist? Nein. Und schon wieder so verwirrend. Wohin? Lass dir Zeit. Boah, ich hab, hab ich ja jetzt auch, glaube ich, weiß nicht, ob ich es einem von euch erzählt hab, aber ich hab mir so alte Videos so von mir, Erik und dir, Fabi, so angeschaut. Und früher habe ich ja noch in der anderen Third Person gespielt, GG, die nah an dem Auto dran ist, ne? Und heute frage ich mich, wie konnte ich das? Ist doch voll unangenehm eigentlich, du kannst doch gar nicht einschätzen. Das Auto wirkt viel langsamer, als es ist, und Forza hat schon ein sehr langsames Fahrgefühl. Rentneraugen kicken in. Ja, manchmal wirkt es schnell, aber oft wirkt es langsam. Ich glaube, ich hätte meine Federn doch ein kleines bisschen weicher hier und da einstellen können. Oh lol, ich bin richtig brain AFK. Naja, kann jedem mal passieren. Ich hätte einfach weiter bremsen müssen, dann hätte ich die Kurve noch locker bekommen, auch wenn ich mich verbremst hat. Ja, so ein Vorsprung, da juckt es nicht mehr. Stell dir vor, das Rennen mit irgendwelchen riesen Pickups. Quarz Type D. Unimog. Nee, Type D. Ne, mit Unimog sind wir das sogar schon gefahren, so ein ähnliches Rennen. Alter, ich verpasse hier gerade einen Checkpoint beim Millimeter nach dem anderen. Scheiße. Nein! Aber es geht ja weiter Offroad. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Niemals. Oh no. Der Baum hat mich so gerettet, ey. Oha, wer kommt denn da? Hi. Alter, die Sonne blendet hier richtig.
Fabi gönnt sich ein bisschen querfeldein da hinten. Ja. Fertig. Ach, da ist noch ein Checkpoint. Ja. Yep. Mhm. Also die Strecke ist ja echt mal Krebs gewesen. Alter. Das war das Ziel. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim zweiten Rennen. 4 Punkte für Jan, 3 für mich, 2 für Weise und 1 für Fabi. Und ja, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück zum zweiten Rennen. Diesmal meine Strecke und ja, mal schauen, wie das ausgeht. Ist nicht so AIDS wie die von vorhin. Also, ja. Wie viele Runden? 2. 2. Okay. Schnee! Warum? Weil Winter. Weil Scheiße. Nee, das ist Schnee. Ja, super toll. Ich schalte beim Beschleunigen einfach in den ersten zurück. Perfekt. Nice. Ich bin quasi unter die Brücke. Ups. Hier geht's lang. Ja. Du musst die ganze Zeit auf die Karte schauen. Habt ihr das nicht vorhin? Also immer wenn ich irgendeine neue Strecke fahre, dann gucke ich halt auf die Map erst am Anfang und präg mir das quasi ein. Nee, sowas mach ich nicht. Lässt sich überraschen. Nö, ich guck einfach wie es ist und dann... Ja gut, während dem Fahren gucke ich auch immer wieder drauf, aber... Ich guck mir auch halt vorher das an. Ja, ein bisschen wie die Strecke verlaufen soll. Warte, ich warte. Und merci. Was war das denn? Das ist mir noch nie passiert. Ja, was ist passiert? Da bei den hier Reifenwänden quasi rechts und links. Ja, ich komm zu weit raus, drück Weise aus Versehen dann in die Wand und Weise überschlägt sich einfach. Ah ja. Dazu überholen wäre jetzt schon echt assi gewesen, muss ich sagen. Ich habe die Strecke eigentlich gebaut, meine ich, um Trophy Trucks und so zu testen. Weil es halt keine vernünftige Strecke bei den Mudkickers gibt vom Spiel aus, wie ich finde. Ja, ich bin zwar noch an Jan rangekommen, aber es wird nicht reichen, glaube ich. Außer du da vorne machst noch einen Fehler. Nein, abgelehnt. Oh, super. Ja, bist du hängen geblieben, oder wie? Sagen wir mal so, ich bin bei einer Seite nach außen hochgekommen und dann oben am Checkpoint vorbei. Fuck, Alter. Hättest du dich nicht noch ein bisschen wegdrehen können oder so, oder quer gehen können?
Nee. Shit. Ist das nicht die gleiche Reihenfolge wie letztes Rennen? Das heißt, Jan hat jetzt 8, ich 6, Weise 4, Fabi 2. Ja, passt auch mit dem Leistungsindex zusammen. Aber es liegt nicht nur daran. Wir können dasselbe Rennen gerne mit den gleichen Wagen fahren. Da würde ich noch mehr verlieren. Kein Problem. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim dritten und letzten Rennen wieder. Ja Leute, willkommen zurück zum dritten Rennen. Diesmal die Strecke von Weise. Gucken wir mal, wie die aussieht. Ich kann direkt sagen, ist ein Sprint. Ja, passt. Angenehm. Oh, Sword Art Online, geht. Oder? Da hat jemand das Wort, Art Lackierung. Fabi hat ja echt einen krass schwachen Wagen, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Ach so! genau. Ohne Scheiß, ich hab bisher nicht drauf geachtet. Aber so krass viel schlechter ziehen tut er ja nicht. Naja, ne? Aber der hat halt Handling, also er kennt Handling nicht so. Alter, tschüss Weise. Ach man, Jan, verwisch dich. Nee, ist nicht. Na, den letzten Tagen habe ich auch keinen Forza gespielt. Seit Donnerstag. Ich habe Fortnite gespielt. Okay, Jan kriegt Minuspunkte. Okay, ich habe Forza Motorsport 6 gespielt. Ich gar nicht. Ich habe überhaupt kein Rennspiel gespielt. Mensch, Lino, hättest du nicht weiter vorne sein können. Warum haben sich alle in der Kurve verbremst, außer ich? Ich glaube, du bist schon mal die Strecke gefahren. Nein, würde ich nicht. Okay, ich hab mich erstmal halb überschlagen. Wenn ich kann's nicht letzter werden, bitte. Stimmt, solange du nicht letzter wirst, bist du erster in der Wertung. Ja, ja. Fabi, ramm ihn weg! Okay, Benny. Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob es okay ist, wenn ich Fabi abdränge, aber wenn ihr schon zukommt. Hallo. Eigentlich müsste Fabi das jetzt machen, als Ausgleich für die letzte Auktionshaus-Challenge. Wo Fabi mich gedivebombt hat. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Weil du wolltest mich divebomben und hast hart gefailt. Ich? Nein, nicht du. Fabi. In der letzten Folge. Noch mit Leon und Anton. Boah, der Schnee nervt so. Ich finde das nee, normal, wenn ich das mache, treffe ich eigentlich auch immer. Nö. Na, muss ich mir die Folge nochmal angucken. Ja, du hast mich getroffen, aber du hast mich halt echt nicht. Du hast mich halt. Ja, okay. Oder? Du hast mich in die Wand gerammt, aber du ach hast so, halt. Ja, ja. Du hast halt quasi dich selber so. Dahinter hingestellt quasi, so dass du einfach nicht vorbeikamst und hattest halt dann Wheels mit des Todes. Dadurch gebremst, das war schon. Oh, ja. Ey. Eigentlich wollte ich dich da einfach aber irgendwie war es weiter in. GG. Auch komisch, dass es hier kein offizielles Rennen gibt hier bei den Windmühlen. Soweit ich weiß. Ja. Aber naja,
Ich müsste mal wieder so ein paar, beziehungsweise ein Video machen mit Kritikpunkten an Forza. Und Fabi, setzt sich beim Bass noch gut? Ja. Allein, dass du hinten mit deinem Auto dich duellierst, das 80 PI-Punkte weniger hat, ne? Irgendwie duelliert sich Fabi mehr mit seinem eigenen Auto als mit mir. Ja, es ist doch so ein Rotz. Weg. Ja. Wir haben noch ja, genau. 40%. Ey, ich würde es Jan so gönnen, dass er irgendwie eine Klippe abstürzt und nicht mehr hinterherkommt und deswegen die Meisterschaft noch verliert. Ah ja. Ich rutsche auch erstmal 5 Kilometer. Ist okay. Und ich wollte eine Kurve schneiden und bin am Checkpoint vorbeigerutscht. Der hat nicht gezählt. Ja. Oh Fabi. Zieh durch. Also ich fahre gefühlt selbst auf Geraden mehr quer als geradeaus, aber fahre halt ja, trotzdem irgendwie. Jetzt hast du es geschafft. Ja. Kampfhänger. So, ich save mal ganz kurz meine Punkte. Boah, Tokyo Drift. Übrigens, die Punktezone müsst ihr nicht mitnehmen, die zählt gerade nicht. Punktezone? Driftzone. Ach so. Weil ich mich rausgedreht habe. Ja. Jetzt kommen die Ausreden. Oh, ist Jan Letzter geworden? Ja. Ja! Ich gönn's dir von Herzen. Ah ja. Ja, du hast jetzt die Meisterschaft Zweiter, ne? Und? Ich habe jetzt 10 Punkte, du hast 9 Punkte, Weise hat 6 Punkte. Nee, nein, stimmt ich nicht. Ich hab 7. Ich hab 4. Nee, 3. Ich hab 3. Ja. Nein, du hast 4. Nee, ich hab. Ja, stimmt, 4. Ich hab 4, genau. 1, ja. 1, 2. Ja, gut. Na? Aber Jan, du bist Gewinner der Herzen. Das wird rausgeschnitten. Ich mache einfach mal jedes Mal, wenn Jan erwähnt wird und jedes Mal, wenn Jan was sagt, mache ich irgendwie Delfin drüber, damit man nicht weiß, wer gemeint ist. Und den Namen zensiere ich überall. Ja, das ist eine richtig geile Idee, das mache ich jetzt in dieser Folge mit dir. Ja, warum? So, Delfin... Warum nicht mit Jan? Der hat dich weggerammt gerade im Rennen. Nee, er hat mir geholfen. Wo hat er dir geholfen? Ja, er hat mich immer geboostet, anstatt wegzurammen. Vor den Kurven? also so mit drin. Deswegen. Ja, ist gut. Passt. Mensch, wenn die sich am Ende der Geraden bei China in der Formel 1 immer hinten reinfahren. Ich dachte immer, die wollen die anderen wegrammen, aber nein, die wollen sich nur gegenseitig boosten. Okay, Delfin.mp3 wird runtergeladen. Ja, gut, ne? Ich würde sagen, ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Delfin Crew, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das wäre ein geiler Channel-Name für unseren gemeinsamen Kanal. Ja, definitiv. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.